So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, ein neues Unboxing. Guck mal, wie das klappt. Gleich beim ersten Mal. Da ist sie, Marie. Die friert, hat sie gesagt. Hier ist meine Pflanze, hat sie gesagt. Die ist auch kaputt, ne? Wir konnten es nicht lassen. Wir haben nochmal zugeschlagen, haben nochmal ein so eine McDonald's Happy Meal Box bzw. drei Stück gekauft. Es musste heute schnell gehen. Heute Großeinkauf gewesen, alles hin und her, bla bla bla. Da mussten wir drei Boxen nochmal holen. Jeder eine Box. Ich habe mich natürlich wieder gesund ernährt. Obwohl traditionell müssen wir erstmal jetzt hier die Ohren wieder rausbrechen, ja. Traditionell, wenn ihr so eine McDonald's Box habt, reißt die Ohren ab. Tut die Ohren hier vorne reinstecken. Macht das auf beiden Seiten. Und dann sieht das ungefähr so aus, wenn das fertig ist. So. Und dann kann das wegschmeißen, weil jetzt sind alle drei Dinger da. Ich packe noch mal ganz kurz aus, was hier drin ist. Da ist noch ein Fruchtquatsch drin. Da ist eine Apfeltüte drin. Ich habe wieder einen Gartensalat genommen. Apfeltüte dazu. Cola Siro genommen. Zweite Tüte hier Apfel. Ja, geklemmt, geht nicht runter. Schuhcreme ist da auch drin, habe ich gerade gesehen. Und der andere Dip ist schon weg und wir haben wieder drei, hier Müll, ne? Zack, wir haben wieder drei Kartons mit Klippe. Kennt ihr Klippe, diese Krabbe? Das ist genial. Den Karton hatten wir schon mal und jetzt habe ich gedacht, hat das einen Zusammenhang, wenn die rot sind? Und wenn die lila sind, aber es ist ja Karmesin und Purpur und deswegen haben die solche Farben, aber ihr seht anhand von Klippe, das kann beide Farben haben. Ich drehe es jetzt mal um, wir machen das jetzt mal auf. Tja, dann muss ich es halt alleine machen, wenn dir so kalt ist, weil ich spüre keine Kälte, ich habe keine Gefühle mehr, ich habe mir alles weggebrannt. Ja, du hast ja auch keine Jacke, die klemmt. Ich esse ja, nee, ich habe gar keine Jacke und deswegen kann die auch nicht klemmen, genau. So, wir machen wieder lustiges Spiel, gucken wieder so, schauen wir hier drauf, fangen wieder mit der Katze an. Machen wir die Katze auf. Also ein bisschen zu weit unten hier, also es geht ja mal gar nicht. So, machen wir die Katze auf, sind drei Packs. Hier ist wieder Müll, noch mehr Müll und noch mehr Müll. Extra für dich immer Müll gesammelt. Hey, ich weiß, warum man das hat. Jetzt guck mal hier rein. Warum denn? Da kann man Gläsern so stellen, dass hier nichts so kritisch ist. Du meinst, es ist ein Bierdeckel, ja? Für Kinder, die Bier trinken, die können da ihre Biergläser draufstellen, damit er dann nicht der ganze Tisch voller Bier ist. Wir fangen an, die ersten vier Karten. Und wir haben wieder die Schlange. Nein, wir haben einen Hytera mit 150 KP. Guck dir das an. Ich habe schon etwas doppelt gesehen. Bam, und jetzt ist der Mülleimer noch rumgeflogen. Das ist richtig brutal. Ich schiebe das mal hier drunter. Wir kommen zur zweiten Karte, Pamo. Den haben wir jetzt schon ein paar Mal gezogen. Der ist doppelt. Dritte Karte, ein Mopex. Komischerweise ist es immer an der 3 und Pamo immer an der 2 und vorne immer die blöde Schlange. Und jetzt ist es ein Krokel, ist es das Blaue, wir brauchen noch die grüne Katze. Krokel! Das dritte Krokel in Holo mit Glitzer. Richtig genial. Kann ich die leer schenken? Ist wieder doppelt und dreifach. Wieso verschenkst du meine Karten? Deine. Hey doch, du hast die nicht bezahlt, das sind meine. Gestern, die waren dir, die 15, und das sind meine. Und dann können wir tauschen und gucken, wer was braucht. Weil das ist ja so ein Sammelkartentausch-Spiel-Dings. Hier hast du wieder einen Bierdeckel mit einer Krabbe drauf. Wir können die Pappe aufheben und der Lea schenken, wenn sie kommen, dann freut sie sich über ein paar Bierdeckel. So, ich glaube, das meiste fällt eh vom Balkon runter. Du darfst doch nicht spoilern. Jetzt muss ich die Katze vom Balkon werfen. So, wir haben Sanaconda. Sanaconda ist auf jeden Fall der Hit. 140 KP haben wir gestern auch schon dreimal gezogen. Wir haben Pamo an zweiter Stelle. Pass auf, jetzt kommt Mopex. Yeah, ich bin richtig gut drauf. Seht ihr das? Mopex am Start, als wäre ich Hellseher. Und... weil ich Hellseher bin, weiß ich. Jetzt kommt die Katze. Guck mal, Felori. Ja, wir schon. Das war von Genaya. Genaya hat das. Wenn du die hast, brauchst du nicht. Perfekt, dann habe ich ja bald alle zusammen. Und wir kommen zum letzten Booster Pack.
was wir hier öffnen. Hier kommen wieder gleich Bierdeckel für deine Freundin raus. Hier ist wieder eine Klippe. Hier in schwarz, richtig stylisch. Guckt euch das an. So viel Pappe. Was macht ihr damit? Sammelt ihr nur die Karten? Sammelt ihr auch die Bierdeckel? Schreibt es mal rein. Letztes Pack wird original aufgerissen. Ungefähr so. Ich muss es jetzt so halten, dass du es siehst, mit der Spannung übrig bleibt. So, wir haben zuerst ein Sanaconda. Richtig genial. Das ist irgendwie in jedem Pack drin gewesen. 6 Packs, 6-mal Sanaconda. Das ist krass. Ich zeig's zuerst dir. Oh, wieder die Mäuse. Die Mäuse! Das heißt, wir haben Zwiebs, also Jonas und Marie, ne? KP40, Entschuldigung, mit Doppelschlag. Dann. Wieder das. Wieder da. Mopex! Hey! Siehst du, da brauchst du gar nicht hingucken. Mopex am Start. Wir haben wieder das gleiche. Was? Krokel? Ja. Das Rote? Krokel! Vielleicht kannst du jetzt wirklich eins Lea schenken, ich weiß es nicht genau so. Das hat sich ja wieder mal richtig krass gelohnt. Ich beabsichtige nicht nochmal zu McDonald's zu gehen, außer es bietet sich an. Und dann wieder mit 3 Happy Meals. Die nächsten bezahle ich selber, weil ich muss sie auch selber essen immer. Die essen ja immer nichts. Die will die Karten, ich muss essen. Pupsi bezahlt, ist die Aufteilung. Nächstes Mal Ramses all alone, ne? Und dann packe ich das heimlich aus, ohne dass jemand was mitkriegt. Spaß. Kannst wieder dabei sein, wenn wir sowas nochmal machen. Tschüss, Marie. Tschüss. Peace out, Vorhaut. Hör auf, mir den Karten abzuhauen. Nein. Doch. Tschüss.